Herzlich willkommen bei MRB Barbecue. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute habe ich was im Dutch Oven gemacht. Und zwar ein Schweinecurry Hawaii. Wie ich das gemacht habe und was wir alles für Zutaten brauchen, seht ihr gleich. Schön dranbleiben. Herzlich willkommen im Apachenpub oder im Barbecue Saloon von MIB Barbecue. Heute machen wir ein Schweinecurry Hawaii. Was brauchen wir alles dazu? Ich habe hier zwei Schweinefilets. Wir brauchen Senf und wir brauchen ein Currypulver. In diesem Fall Smoky Curry. Wir brauchen Ananas für Hawaii. Wir brauchen 400 ml Creme Fraiche, 400 ml Sahne, eine Schüssel, einen Spatel zum Verrühren und wir müssten es eigentlich einbinden mit einem Bindfaden. Nehme ich einfach den natürlichsten Bindfaden der Welt, ist halt Bacon. Ne? So, fangen wir mal an und schneiden erstmal alles klein. So, wir schneiden es jetzt in etwa diese Größe, so 3 cm Stückchen. Geben es schon mal in die Schüssel. So. So. Geben wir etwas Senf dazu als Klebstoff und für den Geschmack und rühren es erstmal kräftig durch. Ach, mit der Hand. So, überall so ein bisschen Senf dran ist, dann klebt das auch gleich besser. So sieht es dann aus. Okay, so, nehmen wir mal den Bindfaden. Ja. Schnappen uns ein Stück und wickeln es einmal drum. Machen es ein bisschen zusammen, so, dass es in Form bleibt. Und legen es in den Dutchofen. So. Okay, ich zeige euch jetzt nochmal eins und dann mache ich die anderen gleich fertig und dann sehen wir uns gleich wieder. Also, Bindfaden nehmen, drum wickeln und der Senf klebt schön rein in den Topf. Bis gleich. So, wenn ihr alles eingewickelt habt, dann sieht es so aus. Es wird einfach nur reingelegt und jetzt machen wir die Soße. Wir können einfach die Schüssel nehmen, wir brauchen das nicht sauber machen. Gießen wir zuerst mal die Sahne rein. So, das Creme Fraiche. Ist nichts für Diät, Leute. So, können wir das ein bisschen verrühren. Wir machen schon mal Curry rein. Macht reichlich rein, sonst kommt kein Geschmack rein. Also wir verrühren es erstmal. Das auch schon dazu. Und wie gesagt, reichlich Curry.
für die ganze Masse. Mit Salz ruhig etwas vorsichtig sein, weil der Bacon ist ja gesalzen. Deswegen wollen wir nicht zu viel dran machen. So, wir gießen das jetzt einfach über die Masse. Wir wollen es quasi verstecken. Alles schön überdeckt ist. Ja. Ja, es fließt ja noch, es verteilt sich noch hier. Okay, das war in Vorbereitung eigentlich schon alles. Wir machen gleich den Deckel drauf und wenn die Kohlen soweit sind, sehen wir uns wieder am Tisch. Bis gleich. So, wir haben unten schon mal ein paar Kohlen runter gemacht. Stellen wir den Topf auf. Und packen oben auch noch Kohlen drauf. Wir brauchen mehr Hitze oben wie unten, damit uns das nicht festbackt. So, lassen wir es jetzt erstmal. Ich würde sagen, nach 30 Minuten schauen wir wieder rein. Bis gleich. So, ihr Lieben, 30 bis 35 Minuten sind rum. Wir schauen mal rein, wie es aussieht. So, Deckel auf. Boah. Oh ja. Nochmal einen Rührer nehmen. So, mal durchrühren. Das Ganze. Das riecht schon sehr, sehr gut. Okay. Mal probieren, ob wir noch nachwürzen müssen. Ein bisschen Soße. Ein bisschen Salz noch. Das ist schon schön weich. So. Oh, das sieht gut aus. Den Stiel probieren. Wirken wir es lassen. Wunderbar. Also gut, so ich sag mal 35, 40 Minuten muss es schon drin sein. Dann würde ich sagen, ich nehme es jetzt mit rein, berichten es an, ich mache gleich ein Tellerbild und dann sehen wir uns wieder. Bis gleich. So ist es geworden, das Schweinecurry Hawaii. Den Reis habe ich mit der besten Burgerpresse der Welt von der Grillshow natürlich in Form gepresst. So sieht's aus mit Bacon und Curry und Sahne. Herrlich. Ich lasse es mir schmecken. Macht's gut. Euer Oliver von MIB Barbecue. Bis zum nächsten Mal. Ciao.